Xa ist nicht dabei. Egal, egal. Wir kommen zu Game 3. Der kann dann zugucken. Weißt du, wer sein Team nicht coacht, hat es auch nicht verdient, dabei zu sein. So, jetzt bin ich harte mal Worte, gespannt. Harte Worte. Der Mars wird gebannt. Ich war noch kurz dabei, als sie gesagt haben, Mars bann oder Sandking. Nein, Moment, Mars pick oder Sandking pick für Ebert, aber Mars wird jetzt gebannt. Das heißt, Sandking probably first pick. 5 seconds. Ich gehe da fast nochmal aus, dass Lina, wir lieben dich, den Nyx sogar selber dann bannt. Außer sie sagen, Nyx ist gut genug gegen Sandking. Oh. Anti-Mage. Anti-Mage-Bann. Antizipieren hier. First Phase Anti-Mage-Pick, wenn sie Sandking früh picken. Gar nicht so dumm. Und die bannen den Nyx. Und jetzt kann der Sandking aber reinschallern. Radiance Pick. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Anti-Mage rausgenommen, den Lane-Counter, der ist weg. Der Mars ist auch weg, Nyx ist nicht drin. Da kann der Sandking von Ebert seinen Spaß haben. Dyer's Pick. Ein bisschen so, als wäre Sandking hier so der... Oh, Muggles Clockwork, okay. Finde ich aber auch gut. Also das war ja das, was wir im ersten Spiel gesagt hatten, dass halt Ebert Offlane eigentlich die Lane ist, die sie gewinnen sollten, oder? Ja. Halt vom Player-Lineup, dass sie dem Ebert eine gute Lane geben, ist hier, glaube ich, wichtig. Vor allem ist es halt einer von Eberts besten Helden, wenn du immer so lang abwartest, bis mal irgendwie Ebert sagt, okay, ich will die Lane spielen, dann sind halt irgendwann Tidehunter X und Sandking alle weg. Oh, und jetzt der Jakiro für Andrei. Beides gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte ja schon Angst, dass wir den gar nicht mehr sehen heute. Aber zumindest im potenziell letzten Game kommt er nochmal rein. Aber musst du nicht eigentlich Masterarbeit schreiben, Trockeneis? Ja, im Moment warte ich tatsächlich auf die Erstkorrektur. Okay. Soll ich dir mal mein Feedback geben? Worum geht's? Kenne ich mich damit aus? Nee, also tatsächlich müsste ich mein Kolloquium gerade machen, aber... Ja, letztes Mal, als ich damit angefangen habe, hast du, glaube ich, Maschinenbauer als Nerds beschimpft. Alle Menschen sind Nerds, die was studieren. Stimmt natürlich nicht. Underlord für Ronizzle. Das ist merkwürdigerweise genau die Prediction, die ich letztes Game gemacht habe. Sie forsten Ronizzle dann mal in so einen Underlord rein. Radiant Team Ban. Dyer's Ban. Und jetzt ist es potenziell wieder eine echt starke Lifestyle-Lane. Morphling-Ban. Morphling werden wir heute auch nicht mehr sehen. 10 seconds to go. Radiant. Auch interessant, wie sich beide Teams nicht mehr so richtig für den Invoker interessieren. Okay, doch, jetzt wird er gebannt von Ronnys Team. Der Foxer lässt ja einfach sein Team im Stich. Ich glaub's echt nicht. 10 seconds to go. Und einfach komplett weggegangen. Hat sich so gedacht, ja, die haben das eh. Der kann was erleben, wenn es gleich 2-2 steht. Erik, was sagst du, wenn du jetzt Geld wetten müsstest? Glaubst du, es wird hier ein 3-0? Oder siehst du das Potenzial in Dyer, dass sie das nochmal turnen? Darf ich das nach dem Draft sagen? Das darfst du auch nach dem Draft sagen. Aber es geht ja hier auch ein bisschen, weißt du, wenn es so 2-0 ist und beide Spiele recht eindeutig waren, denkst du vielleicht dann irgendwann mal so, okay, vielleicht sind die Teams auch einfach gerade so konstelliert, dass halt bei der einen Seite die stärkeren oder die gerade loweren Spieler, die eigentlich stärker sind, gestackt sind. Also ich fand das zweite Game, das war vom Draft her eben, aber das erste Game war schon Draft-Win, fand ich. Also der Alchemist hatte da halt eine zu schlechte Lane, fand ich.
Ja. So, jetzt kommt der Witch Doktor. 10 Immer seconds to go. als den dritten Pick. Haben wir jetzt schon öfter gesehen. 5 seconds. Ja, also jetzt können sie auf jeden Fall schon Carrie picken. Jetzt ist ja schon klar, was die Offlane ist. Vielleicht einfach noch mal den Wenn sie wollen. Live-Stealer. Einfach noch mal den Live-Stealer. Und dann vielleicht slowly mal den Last Pick geben. Da ist dann vielleicht auch nicht so viel übrig, aber Slowly's Helden ist halt noch kein einziger Slowly Held raus, außer Radiance Pick. Invoker. Schauen. Phoenix. Oh, okay, jetzt wird's ja ganz wild hier. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie den Live-Stealer nicht einfach selber ins Gesicht bekommen. Weil wir haben gerade gesehen, Live-Stealer in der Lane gegen Sand King ist schon ganz nice. Der ist super gut gegen Jacuro, Ten nice gegen seconds Phoenix. to go. Live-Stealer wäre ein Pick hier. 5 seconds. Dann wäre aber vielleicht ein Mace Razor ziemlich stark. Generell wäre der stark gegen Underlord. Mal spannend, ob sie einfach nochmal leichter picken, wenn sie ihn bekommen, oder ob sie jetzt irgendwie umdenken. Ja, also ich finde den Lifesteal eigentlich gerade auch ziemlich gut. Der hat ja ohne Empower war der trotzdem eigentlich im Farm ziemlich gut mit dabei. Also. Ist dann auch gut. Lane, wie gesagt, sehr gut gespielt. Ja. Jeden Fall mir Dias vorstellen, dass der Pick. hier nochmal funktioniert. Oh, die Perf Willow kommt rein. Was macht man gegen die Perf Willow? Die muss ja auch immer einmal dabei sein, hat er schon beim SDPC-Spieltag gesagt. Immer ein Game Willow. Wenn es das potenziell letzte ist, dann gibt es halt eine Willow. Vor allem die Willow Seconds to zerscheppert go. das Eck halt auch einfach, ne, aus 3 Kilometer Mit seinem Entfernung. Mombelt. Slark. Slark. Okay. Okay. Gut gegen Underlord, gut gegen Clockwork. Gegen Willow, keine Ahnung. Weil gegen Willow eher nicht so, ne? Ja, kannst halt die Sache, also ihre Ten Stuns ganz gut seconds to purgen und go. mit dem Ulti wirst du halt dann auch nicht gehittet, aber wenn du an ihr dran 5 bist, macht sie halt auch einfach seconds. ihr Invis-Dingsbums an, ihr Ja, also Invulnerable das ist ja Dings sowieso das, was bei Core Willow ist ja eigentlich der W-Skill das Wichtigste. da. Da machst du halt nichts gegen als Slark. Aber in der Lane kann es natürlich den Underlord ziemlich ja, nerven, wenn der Slark das gut spielt. Wird das eine schwere Lane für Ornithel. Ja, auf jeden Fall. Können wir mal überlegen, was? Radiant Span. Spielt Slowly gegen Willow in der Mitte. Der hat jetzt die Wahl, Dire Team Ban. hier alles picken zu können, was er möchte. Willow. Was sind denn Radiant Counter Team zu Ban. Dark Willow? Oh, Luis sagt, er entschuldigt sich ja, dass er nicht dabei sein kann beim Cast, weil er musste gerade sein Auto verkaufen oder irgendwie sowas. Dire's Okay, Pick. gegen Willow sind gut. Naga, Was Visage, denn mit so einer Prophet, Wind Ranger? Venomancer. So ein Puck vielleicht? Ja, der wurde gerade gebannt, logischerweise. Spirit. Wie Earth Spirit? Void Spirit. Ten Ah, Void Spirit, seconds to ja, auf go. jeden Fall eine Idee. AoE Disable. 5 seconds. Wäre vielleicht noch. Was kann denn auch noch gut gegen die Lane? Wenn sie jetzt den Last Pick hätten, könnten sie so eine Broodmother überlegen und versuchen einfach mal drüber zu rennen. In so einem Free Brood Game. Willow ist immer echt schwierig. Oder einfach sowas wie Radiance Skywrath. Oh, SF, ja, SF hat natürlich Damage durchs W. Da bin ich jetzt aber mal, da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist ein gutes SF-Game bisher. Das finde ich aber auch nice, dass Slowly Aber sich da jetzt auch traut, mal so ein SF zu picken. dass er sich das traut, finde ich auch 10 sehr nice. seconds to Also go. rein vom Skill-Matchup und vom Helden-Matchup 5 seconds. heftig, aber ich finde es cool. Faceless Okay, Void. Void.
Gutes White Game auch. Void kann aber, also die Lane oben für den Void wird doch auch richtig scheiße. Also gegen Phoenix, Sand King kriegt er doch gar nichts oben, oder? Ja. Also ich finde, dass hier bis auf die Midlane hat hier Dire viel bessere Lanes. Also in der Theorie zumindest. Also, eigentlich glaube ich, macht auch SF eine Willow in der Mitte ziemlich nass. Ja. Aber du hast halt dieses Spieler-Matchup, das macht es halt super schwer. Aber ja, das stimmt, die Lanes sind sehr, sehr, sehr gut für Dire. Der Scharfe spielt tatsächlich den Jakiro, nicht Andrei. Andrei, also der geborene Jakiro bei uns, mit dir. Und Ludwig, aber den gibt's nicht mehr. Na gut, aber ich weiß auch nicht, wie Schafro Phoenix gewesen wäre. Der Ebert Sandking, der wird einen großen Unterschied machen jetzt. Da freue ich mich auch drauf. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er Slark ziemlich krass snowballt, wenn die halt da mit Clock und Underlord zu aggressiv stehen. Mal gucken. Ja. Ich erinnere mich, ich habe vor kurzem erst gegen den Mace Slark gespielt. Und der hat ganz, ganz, ganz recht die Aegis geklaut und deswegen das Spiel gewonnen. I'd get ready. Never forget. Ja, da war ich dabei, wo der gehext war und na genau, du warst dabei. Geultied. Okay. Na dann schauen wir mal. Also Rundisel und Muggels hier oben dürften gegen diesen Slark überhaupt keine schöne Zeit haben. Jakiro auch so ein Held. Der ist so tanky, selbst wenn der Clock mal an dir dran ist, wird er Probleme haben, dich zu töten, wenn er keine Hilfe vom Underlord kommt. Also man sieht im All-Chat Perth schon wieder richtig arrogant hier. Kündigt schon das als letztes Game an. Das obligatorische Willow-Game zum Abschluss. Wow. Und André. Richtige Frage. Abschluss? Fragezeichen. Andrei hat hier noch einen langen Abend vor sich. Ach, und das ist jetzt auch das erste Game, wo es keine Action gibt auf Level 1. Ja. Beide schon so ein bisschen. Haben die Strategien schon so ein bisschen satt. Gibt auch ganz hier. Oh, sind es drei Runen für. Das sind, glaube ich, drei Runen für Dire, oder? Ja. Ja, es sind drei Runen für Dire. Sehr schön. Okay, Mitte. Blocken mal beide ganz entspannt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie wird Slowly sich hier in der Mitte gegen Perth schlagen? Drei Mangos. Ein Hit zu viel, aber analysieren wir das gar nicht zu viel. Ronny pusht hier natürlich rein, hat er sich gut abgeguckt. Und jetzt muss er aufpassen, weil jetzt ist ein Slug-Potenzial sehr stark, wenn er die Creeps nicht so arg aggroht. Und der Clock hält hier den Jakiro. Boah, ist das frech. Hält hier einfach den Jakiro bis zum geht nicht mehr raus. Also der Jakiro kann er einfach zum Tower TP, wenn ihm das zu blöd wird. Da. Oh, jetzt schauen wir mal. Mace hat natürlich keine Self dabei, das heißt, er hielt sich nur langsam und Ronny einfach mit 8 Tangos, 3 Mangos und der Self, das ist insane, was der in Region hier mitnimmt. Und sonst auch gar nichts, keine Quelling Blade, nichts. Müsst deswegen auch ein oder eine Lastet. Erst zwei Lastet auf dem Underlord. Eieiei, Rondizel, wenn du das siehst, ich bin enttäuscht von dir. Und Slowly macht es in der Mitte erstaunlich solide. Hat noch drei Mangos hier im Pack. Ist jetzt Level 3. Jetzt gibt es so eine Zeit, da muss eine Willow aufpassen, dass sie nicht einfach stirbt.
Ja, also ich glaube, das Schwierige für den Slowly wird halt auch das Midgame sein. Also die Lane spielt er immer relativ sicher. Im Midgame ist das halt ein relativ schwieriges Spiel gegen die Helden. Lykira stirbt unten. Oh, you've just achieved first blood. Thanks and have fun. Da hat der Zu sehr Sand King fokussiert den auf den Feind. Stun auf Level 2 geskillt. Aber wenn er jetzt gleich Level 3 wird, dann für den Kill lohnt sich sowas schon. Oh, Ronny, immer noch 3 Mangos, immer noch out of Mana. Nimmt hier auch, oder hat keine Self. Hat jetzt aber die Mango, um hier Action zu machen. So, und jetzt kann Maze Ronny einfach killen, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Nee, hat er sich überschätzt. Der Clockwork ist da noch dran mit dem Damage. Ronny mit den Mangos hat gleich wieder ein Q ready. Traut sich aber noch nicht zu platzieren. Da musst du auch einfach die Lane jetzt rauspushen und versuchen, Druck aufzubauen. Slowly hält hier sehr, sehr, sehr gut mit. Oh. Oh, look at it go! So, Maze kriegt hier das Self rein. Hat Lanes laufen alle sehr even. Denied. Unten ist der Sand King leicht vorne. Oben ist der Slug auch leicht vorne. Und mit ist der SF leicht vorne. Das freut mich für mein Team. Sind 1k im Net Worth vorne. Schmeckt. Was meinst du, müsste der Slark hier oben schon mehr Druck gemacht haben? Hat der andere Lord zu viel bekommen? Oder haben sie es einfach gut gemacht? Nö, der hat halt jetzt einen Großteil seiner. Oh, unten? Nee. Nee, der hat einen Großteil seiner Tangos und Mangos hat er jetzt halt schon durch, ne? Also, die haben quasi Ja. jetzt Dann hat erstmal er durch die ganze einfach Region nur eine. geburnt. Der hat einfach nur eine Cloak geholt. So verwirrt von diesem. Da sind keine Boots, kein Stick, gar nichts. Da ist einfach die Cloak. Radiance Cloak. Courier Einfach has Cloak. fallen. Ja, Kein also Phantom der. und Nebert. Last Hit King. Der, ja. Der Schaffro müsste jetzt theoretisch einfach nur auf den Ronny drauf gehen, seine Skills draufhauen, weil der hat ja echt nur noch einen Tango, sonst gar nichts. Jetzt hat er sich noch die Boots gekauft, das heißt, die nächsten 2 Minuten gibt es auch keine neue Region. Aber die Boots sind immerhin schon mal gut, dass du vor Slark ganz gut wegrennen kannst. Er hat jetzt 0 Mana und keine Mango. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo du mit Slark einfach, wenn der jetzt an ihn ranläuft, der Slark, dann hat er Gefahr, weil auch der Clockwork gerade nicht da ist, das weiß er natürlich nicht. Oh, slowly, slowly, slowly. Stimmt, Ja, da muss der da ist Clockwork gar das nicht mehr berühmte kommen. Level 6 der Willow. Ja, und jetzt gleich schauen wir mal, ob dieses klassische, du siehst, Bedlam, gleiche Cooldown wie die TP. Schauen wir mal, ob dieser klassische Fehler passiert, dass Perf hier in die Mitte rein TP't. Da bin ich mal sehr Slowly. Ja. gespannt. Meine ich ja Slowly. Da sind so viele Mitglieder schon gestorben dran, aber das müsste Slowly kennen. Nein, der macht es Ja. trotzdem, aber. Oh. Er TP't aber zumindest gut out of range. Okay, unten stirbt Silke nochmal gegen Andrei. Gut, jetzt ist Slowly in der Mitte nochmal tot, man kennt's. Darfst dich halt dann irgendwann auf der Lane nicht mehr zeigen gegen die Willow. Das kennen wir alle. Also, Ja. da muss halt auch einfach einen Support mit TP'en und den Perf für sowas töten, weil er versucht es halt jedes Mal. Genau, du kannst sowas natürlich auch besprechen, einfach als Team und sagen, gut, wisst ihr, Jungs, der wird gleich hier, wenn ich reintippe, wird er das und das machen. Lasst uns da mal gegen spielen, aber denkt mal vielleicht nicht immer dran. Und die Midas ist nicht mehr weit entfernt. Muss mir das mal abgucken, wie man das macht. Maze oben leicht in Trouble. Da wieder beide 0 Mana.
Jetzt einfach mal auf einen anderen drauf. Der hat kein Mana, der hat zwei Stick Charges. Das ist ganz einfach. Checken Sie das Mana nicht. Aber Unslow, die hat sich jetzt in den Jungle zurückgezogen. Auch ein Klassiker. Also ich finde, der Faceless Void, der kriegt hier verhältnismäßig viel. Ja. Ich hätte dem da eigentlich weniger zugetraut in der Lane, muss ich sagen. Sentry natürlich trotzdem absoluter Last Hit König hier. Und jetzt sterben sie beide. Oh, und jetzt sterben sie da beide, oder? Oh, ist die Willow rein? Ah, kennst du vieles? Nee. Oh, schön gelaufen von Ebert. Und jetzt kann der sehr Slowly schön, doch wieder schön, in die Mitte. Schön. Da siehst du halt auch direkt, weißt du, wenn der Ebert Sand King reinschallert, dann sieht das Game auch ganz anders. Sand King ist hier der Pick, den die Leute brauchen. Und Ronny hat da oben immer noch keinen Mana. Das ist so ein easy, wir rennen da jetzt mal drauf. Ja. Vielleicht mal für einen Storm, aber auch der, es ist nicht gefährlich. Vielleicht will der Slark erst Level 6 haben, geht da auf Nummer sicher. Ich meine, der Clockwork hat hier eigentlich jetzt auch nicht wirklich die HP, um irgendwas zu reißen, gerade finde ich. Ja, geht jetzt auf den Jakiro hier. Der Jakiro gewinnt den Map, einfach schöner Leech. Ganz merkwürdige Aktion vom Clockwork, dabei ist er doch ein ganz geübter Clock-Spieler. Perf jetzt unten, gibt hier die Midlane ab. Und mir fällt auf, Sand King ist auch ein sehr, sehr guter Pick gegen Willow. SF kommt mit einer Haste-Rune hoch. Shadowramp ist, oh, das ist ein toter Ronizzle, wenn das hier nicht komplett schief geht. Einfach schön. Die Raises getroffen. Ja, alle drei Raises sitzen. Wie man es eben kennt aus dem Lehrbuch. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht hier. Boah, ich glaube, wenn ich Danny gewesen wäre nach der einen Race, ich wäre auf ihn getimewalkt und hätte angefangen, ihn zu hitten. Du hast Time Dilation, du hast Timewalk, du hast Chrono, du tötest ihn einfach. Killing Spree. Oh, unten. Ebert und Phoenix gestorben. Ganz knappe Sache. Perf überlebt es. Double kill. Ja. Perf so nicht gut. Das war super close. So, dafür Jakiro jetzt unten. Oh, passt da mal auf, Schafro. So eine Willow tötet dich echt ganz, ganz. Ja, jetzt muss er. Eieiei. Weißt du, man sieht das inzwischen auch schon mal mit der Willow, wenn was Schlimmes passieren wird. Das kannst du schon einfach sehen, sagen. Komischer Hero. As foretold. So, Networth-wise ist halt Perf absoluter King. Zwar genau so ist es zu erwarten, Perf, die absolute Spitze, dann kommen die drei Cores von Dire. So. Also Slowly sollte gerade auch meiner Meinung nach nicht im Jungle farmen, oder? Der sollte doch den Void in der Mitte da verscheuchen. Na. Na, aufpasst, stirbt er jetzt am Clockwork. Ja, an den Ancients sterben, Andra jetzt tot. Oh, Silke placed da die Sentry zu spät. Sie placed zuerst die Ward, da musste sie wahnsinnig schnell genug switchen. Und deswegen steht da erst die Ding und dann kann sie auch nichts mehr canceln. Ja, aber der Clock jetzt aber potenziell Position, um einen Ebert hier zu ranken. Und Slowly hat jetzt auch gepinkt, dass da oben gewardet ist, aber es war einfach nur unglücklich. Der Perf kriegt so viel schon wieder. Das ist auch, da musst du einfach konsequent sagen, okay, wir brauchen jetzt drei Helden, um den zu töten. Da hier der disabled und dann Burst. Kannst nicht immer so, ich gehe mal dahin, Perf ist ein bisschen low, das sieht irgendwie ganz juicy aus. So funktioniert das irgendwie gegen Perfs Willow nicht. So, und der Slark lässt sich jetzt endlich mal nach 8 Minuten, glaube ich, den Kurier bringen. Der Kurier vom Slark war halt tot vorher.
für die Leute. Danny hat genug. Weil der Ebert hat schon fast seinen Dagger. War nicht im Strugglen. Ja, also Ebert, 200 das Gold. Das ist das, was mir ein bisschen Hoffnung macht, dass Ebert der sein wird, der hier das Spiel bald in die Hand nimmt. Und dann ist es auch, das ist jetzt schon ein bisschen sad, dass der SF so wenig macht. Aber dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann kann der wenigstens mal sein Jules Blink-Zeug farmen und währenddessen macht halt der SF, der Sand King macht noch ein bisschen Action mit seinem Phoenix und seinem Jakiro. Ja, und vor allem kann dann auch die... Ich kann mir vorstellen, dass Mace nach dem Echo Saber Blink holt und auch einfach mit Action macht. Und sie wieder zusammen einfach sagen, okay, lass uns fighten die ganze Zeit. Wir haben ziemlich hohe Cooldowns. Regeneration. Also mit dem Sand King Dagger ist auf jeden Fall dann endlich Perf auch mal wieder in Gefahr zu sterben. Ja. Was macht der Clockwork jetzt hier? Oh. Das ist ein ganz merkwürdigen Gefilden, aber dass er das bei so einer Aktion hier rausbekommt, das darf nicht passieren. Da haben Schafro und Slowly sich aber ganz merkwürdig bewegt. Jetzt aber André mit dem richtig schönen Counterplay. Oh, wow. Und der Danny steht jetzt einfach am Turm. Ja. Absolut also, wunderbar gecountert. Jetzt hat der Ebert seinen Blink. Das könnte auch nochmal ein sehr, sehr, sehr... Da kam der Fire Spirit. Nee, der Fire Spirit kam da echt klatsch. Ja. Das war richtig schön. Das ist das richtige Play, den Perf bestrafen für seine Midas. Ja, wunderbar. Oh, haben Sie das gesehen? Das müssten Sie gesehen haben. Perf weiß es aber auch. Wer weiß, irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Haben wahrscheinlich auch gesehen, wie sie gesmoked haben hier unter der Ward. Perf zu killen ist echt hart. Jetzt dümpeln sie da wieder so ein bisschen rum. Sand King zeigt sich wieder auf der Lane. Nee, er zeigt sich nicht auf der Lane. Sieht die Bullying nicht? Er blinkt einfach raus. So, Slark hat jetzt Echo Saber und will jetzt den Underlord auch direkt killen. Ja, das wird aber nicht reichen. TP't nach unten für den Fight. Ja, sehr gut. Ging aber nichts mit dem Ebert Sand King Stun. Wenn jetzt hier Super Slowly in seinem berühmten alten Habitat, dem Jungle. Ja, also jetzt, das müssen sie auch dewarden hier. Ja, das wissen sie jetzt auf jeden Fall, dass da was sein muss. Clock ist in Position, um potenziell was zu hooken. Chrono in 30 Sekunden ab. Und Underlord macht oben Underlord-Sachen. Wäre auch ein ziemlich easy Kill, hat kein Ulti, hat kein Farm. Also. Daya lässt sich gerade schon wieder so ein bisschen um die Map scheuen. Also das ist so dreist, was der Ronny hier macht. Ja, und jetzt sagen sie aber auch mal zusammen, so Jungs, so geht's nicht weiter. Dann finde ich gut, dass er... Wenn sie aber auch alle Ressourcen. Aber gut. Ja, finde ich gut, dass er sein Ulti hat er abgebrochen. Den hat er nicht gebraucht. Ja, ist auch richtig so. So. Sand King, seid ihr gecancelt oder wurde gecancelt, das weiß ich nicht so genau. Surf hat sich hier in den Jungle verkrümelt. Ist schon insane, was Willow nur mit Namidas für eine Attack-Speed hat. Oh, unten. Clock geht auf den Sand King, ist irgendwie aber allein, der Sand King blinkt drauf. Die Clock ist halt richtig aggro, was ist denn... Der hat Bock. Das war muss auch ein Pokerface bewahren, dass keiner von deinem Team irgendwie mitkommt. Ja. Das kann doch echt mal nach hinten losgehen, so eine Aktion. Jetzt geht er auch ganz also beschämt hinter den Tower. Der Slark, der hat hier SNY gequeued. Der will sich SNY holen und danach einen Deckel. Ja, das ist gut. Mag ich. Mag ich sehr gerne. So. So, jetzt tötet mal bitte den Clockback da.
Oh, okay. Komm, Ebert, trau dich. Was macht Ebert? Wie ist er denn da gelaufen gerade? Okay, sehr schön. Andalo ist runtertippet. Fragt aber direkt, ja, Glock. Ciao, ich farm hier meine Creeps. Ich würde ganz gerne wirklich mal wissen, wie viele Lastets Ronny gemisst hat, weil er keine Quelling Blade hat. Würde mich interessieren. Kann irgendwer mal angucken, nachdem er das Spiel analysiert. Wie viel Schaden hat ihm gefühlt? Dafür gibt es dann auch den Community Award. Genau. Wenn wir ausrechnen, wie viele Lastets Ronny wegen Quelling Blade gemisst hat, also wegen keinen Quelling Blade gemisst hat, der kriegt den Community Award. Dafür sorge ich. Aber es muss auch mathematisch nachgewiesen sein, bitte. Wollen Sie unten was, also will Radiant unten was machen oder? Da. Was hat Ronny davor? Würde Ronny da gleich wieder bestraft werden. Wobei, nee, sie gehen hier auf Perf. Sie wissen nur Purpose, das ist gut. Hier, Slowly und Chakiro gehen hier. Perf ist irgendwie immer. Der ist da, wo die nicht sind. One step ahead. Always one step ahead. Und das Problem ist, Dire pressured überhaupt nicht die Tower. Und jetzt tippt er dahin mit der Willow. Oh, die Willow ist low. Der Jakiro ist an der Willow dran. Die Willow ist tot. Jetzt kommt hier aber eine schöne Chrono rein. Kriegt der, wenn der Shadow King hier noch sein Ulti kriegt, dann könnte das Problem werden. Kriegt er aber nicht raus. Mace kommt hier raus. Mace hat kein Ulti mehr. Jakiro hat in 6 Sekunden Ice Path. Kommt da noch irgendwer hinterher. Der Ebert ist rein tippet. Jetzt können sie turnen. Phoenix ist richtig, richtig schön positioniert. Übles Eck. Muggles und Sekira sind ziemlich sicher tot. Kriegen sie Danny noch? Ebert ist da schon rein tippet. Okay, aber der hat seinen Stun da ein bisschen gewastet. Wenn er da einfach weitergeht, kriegt er vielleicht Danny noch gestunt. Aber gut. Ja. Aber das hat der Slowly gut gemacht, also. Der hat die Willow hat er da schön mit seinen Raises erwischt. Ja, das war sehr, 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 sehr gut. Auch Jakiro Ulti war, hat schön gesessen. Und das sind schon die ersten Stacks für den Slug direkt. Ich muss sagen, ich bin immer kein Fan davon, wie Ronny den Underlord spielt. Das mit Ronny den Underlord spielst du prinzipiell immer 4 gegen 5. Und das ist nicht so the way. Ja, in dem Fight oben so. Wäre auf jeden Fall das Pit wichtig gewesen, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er ist runter TP'd, oder? Ja, kann sein. Auf jeden Fall jetzt seinen TP ready. Also ich muss sagen, der Phoenix gefällt mir bis jetzt ja ziemlich gut auch. Ja, der also Phoenix der andere auch bisher absolut MVP würdig. Was das Slark noch so macht mit seinem Farm hier. Es ist nicht so, als hätten sie keine Antwort auf die Willow. Also es ist vielleicht wieder ein bisschen so, dass sie gar nichts haben, wenn die Willow BKB anmacht. Aber... Ja, aber der Perf, der ist wieder... Hat jetzt Ager, will sich aber trotzdem noch die Mom holen, bevor er sich BKB holt. Ja, das macht er immer. Das ist, dieser Attack Speed ist halt super, super sick im Shadow Realm dann. Ja, aber stirbt er nicht einfach ohne BKB? Ja. Vielleicht. Okay, hier schön Pickoff auf dem Clockwork. Sentence dann into Ice Path. Mace hat noch Ulti. Rennt hier aber raus. Okay. Ja, das war aber glaube ich richtig, Silke, weil Perf hatte einfach nur gewartet. Durch. Oh, Ebert hat ein Problem. Oh, trifft es ihn? Das trifft ihn und der stirbt einfach hier dran, der Ebert. Eieieiei. Hat sich keiner so richtig getraut, mal sich ein Herz zu fassen und irgendwie auf den Witch Doctor zu springen da hinten rein. Ja, ich habe nicht genau gesehen, wo Slowly stand, aber ich glaube, die haben die Willow nicht so richtig gesehen. Deswegen ist der Mace halt auch dann, hat sich verdrückt, weil die hat ja nur auf den gewartet. Ein Problem, warum ich den Slowly SF immer als eher nicht so stark ansehe, ist, dass Slowly spielt den SF sehr darauf, so diese eine Ulti zu setzen. Der, jetzt kommt er mal mit, ist mich mal gespannt, aber
Er spielt nie so, dass auch wenn er mal die Ulti nicht hat, dass er mal auf eine Lane geht, da raus pusht, da vielleicht trotzdem ein bisschen Pressure macht mit drei Raises. So, hier jetzt macht er mal, hier macht nice. Er sehr Pressure. Oh, schöner Icepath, das könnte ein richtig guter Kill werden. Kill. Ist tot, Ebert Double Kill, sehr, 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 sehr schön. Analoid cancelt hier, seine Ulti, hat gechannelt. Geht aber nicht weiter, der Slark ist auch ganz schön fett. Er hat genauso viel wie die Willow, jetzt kriegen sie unten im Tower ihren zweiten. Da sage ich es gerade noch und dann kommt slowly und pickt einfach mal so eine Dark Willow weg. Noch eine schöne Combo, einfach Jules into Ice Path, into SF Ulti. Ja. Easy Snack. Meanwhile, Void hat BKB. Ja, die BKB-Fights, vor denen habe ich schon wieder so ein bisschen Sorge. Aber sie haben, das Gute ist, mit dem Jules auf dem SF, Sand King hat auch einen Jules und hat halt Sandstorm und Slark hat halt sein Ulti. Sie haben immer sehr viel, um die Fights zu delayen. Das ist wiederum dann auch ganz gut gegen BKB. Also wenn ihr mal BKBs zünden, die haben halt irgendwie Tools, um lange zu überleben und danach den BKBs weiter zu kämpfen. Und slowly geht auch sein KB. Shadow Realm Hits machen trotzdem durch BKB Schaden. Ne, machen sie nicht. Ne, machen sie nicht. Okay. Der Phoenix holt sich hier eine Heaven's Halberd, hat's auch schon fast. Ja, die musste könnte nervig werden. Ja, auf jeden Fall, aber wir musst du trotzdem immer auf die Willow machen, wenn sie noch sichtbar ist. Ja, war in der Krone halt auch nervig gegen den Void, wenn man es irgendwie rauskriegt. Ja. Ich glaube, Perf hat sich jetzt sogar die Ogre-Ex gekauft, vielleicht holt er sich zuerst ein BKB. Mal gucken. Kann gut sein. Blade Mail auf dem Underlord. Puh. Puh, puh, puh. Ich bin kein Fan davon. Ich finde Blade Mail hier sogar ziemlich gut in dem Game. Echt? Ja, also welches Item hättest du hier sonst gesehen? Also wenn du Armor gehen willst, dann Crimson Guard. Wenn du... Double Damage. Ich weiß, ich verstehe den Sinn von der Blade Mail nicht so richtig. Also es ist egal, den Griefs Halberd. Ja, okay, der hat jetzt ein BKB gleich, aber an sich BKB sterbe schon. Schmeißen. Und SF macht eigentlich auch nicht seine Combo auf dich. Ja, also aber du wenn du so ein... Halt, also gegen den ganzen AOE-Schaden also, ist Blade Mail halt trotzdem schon relativ effektiv. Also ich finde es nicht so schlimm. Gegen Sand King, wenn du weißt, Sand King springt dich an, okay. Aber Slark interessiert sich eigentlich relativ wenig für eine Blade Mail. Und die anderen machen sowieso keine Sachen auf dich. Phoenix Egg ist auch Blade Mail egal. Wir werden sehen. Vielleicht schallert die Blade Mail auch richtig. Gehen jetzt aber auch zurück. I'll take your tribute. Der ganze Team Slark von Dire ist ab. Ja, also sie wollen, glaube ich, eine Chrono setzen. Wir gehen auf den Jakiro. Oh, das ist eine schöne Chrono. Da sind auch nur die beiden Supports. Ah, ne. Eieieiei. Da lassen sie sich einfach catchen. Ich weiß auch nicht, wo Shafro da schon wieder steht. Als Jakiro. Der hat, glaube ich, gerade dewardet. Mann, Jakiro. Ist aber gar nicht so schlimm, finde ich, wenn die jetzt nichts daraus kriegen, keine Objectives. Also Chrono ist raus, jetzt kann einfach Dire machen, was sie wollen eigentlich. Okay, immerhin war es keine BKB-Benutzung von Void. Immerhin ist auch, war doch sowieso ein guter Fight. Ja, aber ich sie haben halt nichts danach gekriegt.
Die haben keine Objectives danach gekriegt. Ah, das stimmt. Aua, oh, Ronny hier jetzt in Gefahr. Jetzt siehst du die Blade Mail. Aua, die macht ja richtig viel Schaden. Ja, also ich fand, die hat Schaden gemacht. Ich finde, sein Q hat Schaden gemacht. So. Und jetzt kriegt hier nämlich Radiant den Turm. Sehr gut, ja. Du meinst Dire? Dire. Dire. Oh, und noch schöner mehr? Link hier auf Silke drauf. Aber auch schöne Cox, okay. Gibt jetzt hier Ulti. Oh, schöner Stun von Ebert. Sehr schöner Stun von Ebert. Auch keine Detection. Oh, die Willow hat jetzt ihr Zeug nicht mehr. Der Damage ist also raus. Der Clock tippt aber einfach weg, hat den Frost gehabt. Wie ist denn der da rausgekommen gerade? Der hat einen Hookshot. Okay. Nee, Hookshot war das. Hookshot sogar. Okay, okay. Das war ein sehr schöner Stun von Ebert. Gut gemacht, Ebert. Oh, oben Slark gegen den Void. Macht sein WKW an. Slark chase den trotzdem weiterhin. Er hat keinen Q, der kann nicht wegspringen. Okay, jetzt TP er einfach weg. Wieso ist er denn nicht TP'd, als er noch BKW anhatte? What the fuck? Vielleicht hatte er einfach Angst vor dem imaginären Slark-Bash. Okay, Perf hat seine BKB. Die kommt rein. Der Danny geht auf einen Mjolnir. Ronny hat Guardian Greaves gequeued. Oh, der Clock geht auch auf eine BKB. Oh, das gefällt mir. Das ist eine coole Item Choice. Der Clock? Der Clock geht auf eine BKB. Nee, Moment, jetzt hat das gerade geändert. Er hatte gerade eine BKB drin, ich verspreche es. Ja, der Perf hat hier tatsächlich geswitcht, ne? Also doch die Mask of Madness nach dem BKB. Er hat den Trockeneis-Cast gehört und wusste, okay. So geht Dota. Dota gelernt von Trocken. Meine Zähne Nemesis. Der Ebert holt sich jetzt einen Ager. Dire's Top Tower is under siege. Okay, Ronny ist jetzt unten da, um sich verteidigen. Noch alleine. Schauen wir mal, ob sie den einfach diven. Okay. Ist ja quasi unmöglich, er hat Blade Mail. Wissen wir auch, da muss die Vision sein. YTP. Oh, Ebert ist hier auch in fremden Gefilden. Schauen wir mal jetzt. Was hier passiert? Okay, niemand geht so richtig rein. Clockwork misst die Hook. Keine Clockwork Hook ist da, keine Initiation. Für Radiant. Oh, wenn sie den Void da oben finden. Oh, sind beide Cores nebeneinander, Ebert. Okay. So, die denkt sich so, Razes, der Fight könnte gleich starten, die brauche ich zum Farmen. Ja, und noch mal eine. Scheint kein Fight unten auszubrechen. Da sind, ich glaube, sie sind aber auch ein bisschen zu scared. Einfach mal zumindest versuchen, irgendwie so ein Void zu bursten, anzuspringen. Das natürlich kann auch nach hinten losgehen, aber wenn sie es so weiterspielen... I don't know. Was halt immer relativ stark ist mit Slark, wenn du da in so einer Area stehst, dann dewardest du halt auch immer einfach alles vom Gegner. Ja, aber jetzt stagniert das Spiel so ein bisschen. Sie wollen ja in die Underlodge und die BKBs wollen sie nicht diven. Verständlicherweise. Macht auch irgendwo Sinn, aber ich weiß ja nicht, ob es besser wird. Natürlich Slowly, Swift Blink plus Abyssal Blade ist halt immer die One-Shot-Kombo. Das wäre natürlich richtig, richtig nice, wenn er das irgendwie bekommt. Aber es ist halt in so weiter Ferne. Sie sind 8k im Networth vorne. Jetzt geht der Clock hier ganz schön mutig rein. Oh, der Boy springt rein, kriegt eine gute Krone, aber der Eispad, da macht er sein BKB nicht an. Das ist ein bisschen zu greedy. Ebert kommt raus. Channelt jetzt mit dem sein Effi. Kann aber noch nicht blinken wegen der Clock.
Rocket und jetzt ist dieser Fight so ein bisschen merkwürdig. Silk hat gebuybackt, Slark ist so halb drin, Tanking ist so halb drin. Die haben da Detection. Okay, schönes Eck. Oh, und der Bash. Die Willow ist jetzt hier gefangen, aber die kommen nicht, können die hier nicht. Oh, können sie sie irgendwie. Der Stun Mist. Control, nee, können sie nicht. Mace hat kein Ulti, muss jetzt raus. Die Willow haut ihn. Jetzt ist halt schön der Witch Doctor Stun raus. Der Witch Doctor Ultimate killt die Mace. Wow. Okay, Perf ist aber auch gestorben auf der anderen Seite. Andrei. Oh. Kommt er hier weg, disarmt den Void. Slowly ist immer noch drin, macht hier eine Triple Race. Der Underlord steht aber auch fest. Ebert weiß nicht, kann ich da nochmal rein? Hat in 2 Sekunden Stun, geht gleich nochmal wahrscheinlich auf Void und Muggels. Schöner. Schöner Stun plus Handstone. Boah, dieser Fight ist so chaotisch. Schaffo nochmal mit dem Eisberg, trifft beide. Ebert hat in 2 Sekunden wieder einen Stun. Ronny Silke, ihr solltet da lieber rausgehen. Ebert hat los. Okay, Schafro lebt auch immer noch wieder. Der nächste Ice Path, wunderschön. Und hier hat kein Mana. Ebert räumt hier einen nach dem anderen auf. Das ist halt der Sandy-Effekt. Und die Blade Mail! Die Blade Mail! Der hier diesen Fight für Dire entscheidet. Ist es ein Teamwipe? Oh, Ronny, der denkt sich so: Okay, scheiße, ich hab 100 Damage. Ich hau einfach mal ein bisschen zu. Und jetzt aber kommt er dann nicht weg. Jetzt kommt hier. Der das war echt ein reines Gemetzel, ey. Also für mich wow. MVP einfach der First Hit Bash vom Slark auf die Willow. Das war, was für ein Fight. Unfassbar. Also hier eindeutiger Vorteil im Gold für Dire und XP auch. Damage stand trotzdem von Radiant mehr. Ist ja lustig. Ach. Richtig, richtig cooler Fass, was da alles passiert ist. Okay, und in 10 Sekunden ist das Eck auch schon wieder da. Also Andrei macht hier ein richtig, richtig gutes Spiel. Der hat sich die Worte von Perf am Anfang echt zu Herzen genommen. Ja, und das waren auch nochmal ein Sekündchen weniger bei Void und Willow. Auf dem BKB. Wenn der Slark in der Situation ein bisschen hat, dann ist die Willow, glaube ich, tot. Oh, Clock wieder geht einfach aggressiv rein. Der Phoenix kennt da aber nix. Hat einfach Egg. Hauen sie das Egg zusammen. Oh, Ebert, schöner Versuch für einen Stun. Jetzt wird aber Muggels fallen. Perf muss raus, hat BKB nicht gezündet. Und Slowly, oh, er hat BOTs gebaut, mein Hero. Big Brain Plays. Haben noch kein Tattoo. Das heißt, der Schrein unten, der kann nicht eingenommen werden. Oh. Okay. Void springt auf den Phoenix drauf. Der Void will sich einen Ager holen. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist, glaube ich, ganz nice, um Slowly's Channeling abzubrechen, auch ohne Chrono zu benutzen. Ja, du springst, ich glaube, es halt auch gut gegen garantierten Bash. Gegen Slark Ulti auch, oder? Ist doch dann AOE. Stimmt, das auch. Ja, ist auf jeden Fall. Fehlt halt vielleicht ein bisschen an der Damage, aber ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Damage macht sowieso hier unser One-Trick-Pony. Der Blade Mail Underlord oder was? Silke hat einfach Mace getippt und Mace fragt er erstmal warum. Blade Mail Underlord? Was ist mit dem Blade Mail Underlord? Das One-Trick-Damage-Pony. Genau, den meinte ich. Oh. Man hat immer noch 3000 Net Worth unter dem Sand King. Sand King farmt ja auch wie ein Bilder. Oh, geht wie ist das mit dem Arcane Blink? Wie ist das mit dem Arcane Blink auf SF? Ist dann die Ulti instant oder was? Quasi ja. Deswegen, also super, super starkes Arcane Blink into Abyssal. Dann machst du halt, blinkst du rein, Abyssalst und machst instant dein Ulti und stehst quasi schon in ihm drin. Also es ist eigentlich ein One-Shot. Wenn du dann noch einen Ager dazu hast. Aua. Oh. Dass sie da nicht mal versuchen, so Ronny einfach zu bursten. Ich glaube, das kriegen sie da echt gut hin. Oder Slark sammelt sich ein paar Stacks da. Oh, wenn Perf das nicht cancelt, dann kann es übel ausgehen. Aber der Slark ist jetzt hier in Gefahr. Kommt da aber raus, kann sein Ulti channeln.
Und jetzt muss Dial Fight in Return. Schöne Krone, der Phönix ist tot. Oh, das könnte ein komplettes Desaster werden. Ebert channelt hier noch seinen Stun. Was hat das für eine Range? Unfassbar. Unfassbarer Fight, dass sie da nichts rausbekommen. Keinen Egg bekommen. Eieiei. Maximal unglücklich gelaufen. Und Slowly hat keine BKB gedrückt. Slark sollte vielleicht mal eine BKB kaufen, um die drücken zu können. Der struggelt schon ziemlich hart, der Slug aus diesem Bramble Maze rauszukommen. Weil du kannst natürlich eins dodgen mit Dark Pact, aber du stehst halt dann direkt im nächsten drin. Ja, und der ist auch fast am Maledict verreckt, trotz Ulti. Oh, es sind immer noch 7k Gold vorne. Sehr viel Geld auf den Supports, was sie vorne sind halt. Na, Radiant darf jetzt aber auch nicht zu confident reingehen. Gleich. Also Highground ist glaube ich schwierig, weil die haben immer noch Egg. Jakura ist gleiche Life. Ja, Clockwork geht auch schon zurück. Kriegt hier keine Hook hin. Oh, guter Versuch. So, jetzt sind sie hier zu dritt. Wollen die wieder noch irgendwen mitnehmen oder macht er das allein? Nee, sie denken direkt, okay, Silke ist da doch alleine zurückgegangen. Silke macht jetzt aber hier ihr Glimmer an, TP't. Kommt sie da raus? Kommt sie da raus? Oh nein, kommt sie nicht. Die Bissel. Ärgerliche. Schade. Ich fand das Kira das hat eigentlich echt gut gemacht. Sehr stark. Ja. Wir haben auch eine Smoke. Sie haben immer noch das Egg und können jetzt halt ohne Chrono so einen Void einfach mal abfarmen, auch wenn der Aegis hat. Aber Slowly denkt sich, Arcane Blink wäre schon wichtig. Ist auch wichtig. Da kann man jemanden instant bursten. Das gefällt. So, noch ein Level, dann wird's glaube ich richtig mies mit der Dark Willow. Slark ist immer noch erst am Net Worth. Leveler kommt jetzt potenziell rein. Ist in Wayne Backpack, auch gut. Braucht man nicht im Inventar. Slark hat sich. Kronos ab. Slark hat sich das Shard geholt. Reduce Movement Speed of any. Ah, okay. Aber ich glaube nicht, dass das wichtiger ist als hier BKB. Ja, also es ist voll das coole Schatz, den ich noch nie gesehen. Das ist ja witzig. Sentin hier gecatcht, hat's dann gleich ready. Muss aber gar nicht raus dann. Oh, jetzt könnte ein guter Fight werden für Dire. Oh, jetzt ist aber der SF gekronot. Hier kommt schönes Willow-Zeug rein. Die Chrono reicht aber nicht ganz, um den zu töten. Das Egg kommt raus und jetzt können sie vielleicht sogar den Fight töten. Nein, Soul Link raus. Der hat eine Aegis, der Void. Da müssen sie ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt ein schönes Slowly-Ulti raus. Der Slark ist in allen drin. Muss jetzt aber hier raus. Das ist Silke-Ulti. Oh, der wird einfach sterben an Silke. Eieieiei. Und der Void verliert die Aegis, reicht aber nicht. Slark 90 Sekunden tot. Da war er ganz allein da hinten. Nochmal die Helbert raus, aber Andrei, glaube ich, wird hier auch nicht überleben. Okay, doch Ebert geht rein, verliert seinen Mana, kann nicht sandstormen, stirbt dafür auch noch und die haben alle kein Buyback. It's a disaster. Aber ich glaube fast, dass das schon das 3-0 war. Da haben sie wirklich wieder also zwei Fights gemacht. Es sind sogar noch ein Kam Networth vorne, die diese Fights, die waren einfach zu chaotisch. Na, schauen wir mal. Kann Slowly die hier noch irgendwie raushalten? Oder nehmen die einfach den Throne? Dire's top barracks has been destroyed. Dire's top barracks has fallen. Na, ich glaube, es war ein Fehler, dass der Slark hier nicht früher eine BKB gekauft hat. Das hat in den Fights doch sehr irgendwie sehr zugesetzt. Okay, sie nehmen nur eine Rex, sie versuchen gar nicht erst für den Finish zu gehen. Der Drops ist noch nicht gelutscht.
Lowly geht jetzt auch auf eine Aeon Disc, anstatt dieses Abyssal Blade, was du meintest, zu bauen. Nein, Slowly, das nein. Na gut. Judge das natürlich nicht. Wenn der Slark nochmal an seine BKB rankommt, wer weiß, was da noch passieren kann. Das ist so, also der, was halt krass ist, ist diese Attack Range von Dark Willow mit dem Shadow Realm, wenn sie es anhat. Okay, Slark ist jetzt hier hinten drin bei den beiden. Kriegt aber auch nicht wirklich was raus. Geht jetzt weg. Oh, schönes Ulti von Ebert. Aber es hilft alles einfach nichts. Das sieht aus wie ein ganz, ganz, ganz desaströser Fight. Ebert hat Buyback. Was macht SF ist jetzt geultet. Hat BKB, hat Ulti. Oh, Jakiro stirbt. Slark ist noch am Leben. Ebert will irgendwie nicht Buybacken. Jetzt ist der SF auch tot. Hat seine BKB gar nicht erst angemacht. SF Buyback und Ebert, glaube ich, hat aufgegeben. Eieieiei, da ist die Fight Execution einfach nicht so richtig da. Schauen wir mal, ob Ebert noch mal beibecken will dafür oder sich sagt, komm Jungs, gehen wir uns geschlagen. Jetzt kauft er sich zurück, Slowly ist drin. Kriegen sie noch mal so ein Clockwork? Nein, jetzt sind die aber auch alle zu tanky. Silke glimmert einfach, Slark hat hier wohl nicht den Fishbait auf sie gedrückt. Ebert wird fallen und ich glaube, wir sehen hier jetzt ein GG. Ark, schade echt. Stompy 3-0. Das waren echt so zwei Fights, die dann im Midgame verloren haben, wo dann das Spiel irgendwie ziemlich schnell vorbei war, ne? Ja. Okay, Perfy lädt nochmal rein. Na, versuchen sie es nochmal fürs gute Gewissen. Slark jetzt hier drin auf Silke. Oh, macht der Schaden. Oh, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht alle nochmal irgendwie reinfügen. Oh, jetzt Ronny mit der Blade Mail. Amazing. Aber auch Shapo, der steht da wirklich in dem drin. Du bist ein Jakiro und kein Ogre. Double kill. Okay. Slowly kriegt die Race nicht raus. Oh, jetzt schöner Sprung vom Slark, da kann ich auch nicht wegspringen. Okay, Slowly stirbt und nimmt den Danny aber nochmal mit. Okay, Ronny denkt sich so, okay, gefährlich. Das machen wir nicht. Oh Mann, ey. So, versuchen sie das jetzt wirklich noch, oder? Oh, der Slark hat die plus 65 Sekunden Essence Shift Duration. Vielleicht kann er mit den 30 Stacks gleich nochmal einen abfahren. Nochmal reinfahren, ja. BKB ist nicht so lange entfernt. Leveler ist auch am Start. Wer weiß, was da noch passiert. Realistisch gesehen wird das nix, aber ich will nicht aufgeben. Und da kommt anstatt dem BKB das Rapier, den Quickball. Es ist auch eine größere Möglichkeit hier. Okay, schöner Stunt von Mugis. Mace chased sie direkt in Underlord. Oh, Muggles. Oh, played sie aber auch ein bisschen. Das war richtig nice. Das war richtig nice. Währenddessen die T4s fallen. Eieieiei. Alle tippen sie den Muggel.
Dyer's middle tower has fallen. Der Ronny hier mit dem Octarine-Core. Dyer's ancient is under attack. 6 Sekunden Cooldown auf dem Firestorm, ja, das schmeckt doch. Das schmeckt tatsächlich. Das ist dieser Item-Bild. Ich stimme damit sehr, sehr wenig d'accord. So. Das Wichtigste am Octarine-Core ist eigentlich, dass er das Blade Mail jetzt noch öfter hat. Unseen. Die kann er noch öfter drücken. Kriegt er nicht sogar Spell-Lifestyle? Nee, kriegt er nicht, gell? Nee, das ist ja auch. Geht bei Blade Mail gar nicht mehr und ist auch nicht mehr Octarine-Core. Das ist einfach nur Range und Cooldowns. Ah, jetzt kann er den Firestorm aus unendlich viel Reichweite mal reinholzen. Da muss er gar nicht drin stehen. Die Leute geht echt, ich mach die E und ist echt fertig. Das ist ein Trauerspielchen. Ich sehe schon, das wird so ein Ding, er channelt Ulti und währenddessen prockt jemand die E, weil er Schaden bekommt und dann macht es Ulti keinen Schaden. Sowas wird das. Immortality. Okay, Slug hat jetzt aber okay. Das da unten ist seine BKB, sein Rapier. Okay. Rapier, die Poorman BKB oder die Richman BKB. Checken wir mal kurz den Buyback-Status. Okay, bei Radiant haben alle außer Ronny Buyback. War mir auch klar, dass Ronny mit dem Octarine Core kein Buyback hat. Ah, jetzt haben sie alle Buyback sogar, okay. Schauen wir mal, was macht ein Slark mit Rapier? Kann der hier nochmal irgendwas ändern? Ebert geht rein. Boah, schöner Go auf die Willow. Aber auch eine schöne Chrono und Slowly denkt sich so, boah, Chrono, geil. Da Perf ist auch in der Chrono drin. Mal rein. Perf stirbt einfach. So. Der Slark, der hat hier gerade eine ganz gute Zeit. Perf ist tot, aber halt nur einmal. Kriegt BKB, kriegt er den BKB durch den Eisplatz raus? Kommt der Eisplatz zu spät? Ich weiß es nicht. Slowly in trouble, Slowly sehr in trouble, Slowly ist tot. Was macht der Slark? Wo ist der Slark und sein BKB? Der fightet hier gegen Witch Doctor und einen Faces Void und der stirbt auch. Hat natürlich keinen Beiweg mit dem Rapier. Das war es. Unsere SDPC-Gewinner sind Perf, Ronny, Silke und wer noch? Den habe ich vergessen. Danny. GG, well played.